Erstmal herzlich willkommen. Wir gucken uns heute die ersten Schritte in Oracle Apex an. Das heißt, wenn ich mit einer Anwendung starten möchte oder mit der Entwicklung in Oracle Apex, wie mache ich das? Das Thema ist tatsächlich sehr groß. Ich dachte am Anfang, ja, es war ganz cool, so ein paar Einsteigersachen zu erzählen. Dann dachte ich mir, ach, dann könnte ich das erzählen und das erzählen und das erzählen und dieses erzählen und jenes erzählen. Und dann wurde die Liste auf einmal sehr lang. Deswegen rauschen wir jetzt gleich einmal durch die obligatorischen Anfangsfolien durch und schauen dann einfach mal, wie weit wir kommen. Das bin ich, muss ich gar nicht groß zu erzählen. Das ist mein Setup auf dem Monitor. Gestern war ich noch als Moderatorin bzw. Organisatorin hier in dem Channel unterwegs. Jetzt halte ich selber den Vortrag, bin selbstständige IT-Consultant, mache schon eine Weile Webentwicklung grundsätzlich, habe angefangen mit PHP, MySQL und bin dann 2010 auf Apex und PLSQL Uni umgestiegen. Mache unter anderem die Apex Meetups in Hamburg, was gerade etwas brach liegt wegen Corona, und bin auch aktives Org-Mitglied und mache dort verschiedene Veranstaltungen und kümmere mich um ein paar organisatorische Dinge. Wer mir gerne auf Twitter folgen möchte, da unten links, hier gibt es den Twitter-Handle und meine E-Mail-Adresse kann man auch sehen. Gut, was ist Apex eigentlich? Wie gesagt, wir rauschen jetzt hier einfach nur durch. Ich vermute, alle wissen grundsätzlich schon, was Apex ist. Es ist ein Rapid Development Framework, das heißt, wir können eigentlich, ja, ich nenne es auch immer Baukastensystem, können wir per Clicky-Bunti sozusagen Anwendungen uns zusammenklicken. Je nachdem, in welchem Entwicklungsgrad wir das Ganze machen, eben nur mit Klicken oder eben auch mit PLSQL-Entwicklung zum Beispiel. Wir können damit moderne Webanwendungen entwickeln. Derjenige, der gerade in Olivers Vortrag war, wird gesehen haben, was damit eigentlich grundsätzlich so möglich ist, beziehungsweise wie schön die Anwendungen ausschauen können mit dem Universal Theme. Und wir können damit auch zum Beispiel mobile Anwendungen entwickeln, also eher Webanwendungen, da das Design halt so aufgebaut ist, dass es sich auf alle Geräte anpasst. Warum sollte ich mich mit Apex beschäftigen? Grundsätzlich, wenn ich eine Oracle-Datenbank im Unternehmen habe, dann lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf Oracle Apex zu werfen, da es eine sehr gute Symbiose mit der Datenbank eingeht. Gerade was Anwendungen angeht, die zum Beispiel rein datengetrieben sind, so Stammdatenverwaltungen oder Anwendungen, die auf irgendwelche Datenbankfunktionen gehen, wie so Health-Checks für die Datenbank etc., kann man super mit Apex machen, da es halt sehr datenbanknah ist. Ich habe keine Lizenzkosten, das heißt, das mit der Oracle-Lizenz, also auch XE, ist im Endeffekt die Apex-Lizenz sozusagen abgegolten. Es ist ja ein Rapid-Development-Tool, das heißt, ich sehe sehr schnell Ergebnisse, habe relativ einfach Designmöglichkeiten, das heißt, auch jemand, der sich nicht mit CSS oder JavaScript auskennt, der kann da relativ schnell und einfach sich schöne Anwendungen auch zusammenbauen. Das heißt, man hat da keine großen Limitationen, was das angeht. Die grundsätzliche Architektur: Apex ist eine Webanwendung, also eine Drei-Schichten-Architektur. Ich habe einmal die eine Schicht mit meinem Browser, mit der ich die Anwendung natürlich bediene. Dann steht in der Mitte ein ORDS zum Beispiel, also ein Interpreter, der auf zum Beispiel auf dem Tomcat installiert sein kann, der auf dem WebLogic installiert sein kann oder auch Standalone geht. Und ich habe meine Datenbank, wo dann im Endeffekt Apex selbst drin liegt als eigenes Schema mit seinen Objekten und Packages und meine Daten dann auch. Womit beschäftigen wir uns? Erstmal loggen wir uns ein in Apex. Ich habe mir einen Workspace angelegt auf apex.oracle.com. Das hat 5 Minuten gedauert. Das ist super schnell. Dann loggen wir uns dann ein. Dann habe ich ein Mini-Datenbankmodell vorbereitet. Deshalb gucken wir uns ganz kurz einmal QuickSQL an. Dann gehen wir in die Create Application Wizard in den Page Designer. Dann kläre ich so grundsätzlich, was ist der Page Designer und wie bedient man ihn. Dann haben wir eine Auswahl an verschiedensten Funktionen, die wir dann implementieren würden, also Pages. Und zum Schluss würde ich dann vielleicht nochmal kurz auf die Developer-Toolbar eingehen, weil ich auch finde, dass das für Anfänger sehr praktisch ist, grundsätzlich zu wissen, was man da so einstellen kann und was man damit machen kann.
Die Pages, das sind genau die hier. Also das ist jetzt auch die Seite von dem Create Page Wizard. Dort werden wir in erster Linie Formulare erstellen. Das ist so der Standard, ja, der Standardweg, den man so geht, wenn man zum Beispiel eine Stammdatenanwendung erstellt. Wir werden uns die Faceted Search angucken. Das ist ja, so ein Key-Feature aus den letzten Releases. Wir werden uns einmal kurz auf die Charts stürzen und wir werden uns am Ende noch die Interactive Grids einmal ganz grob nur angucken. Also wir werden da jetzt nicht tief einsteigen in die Grids, weil die kommen schnell an die Grenzen, dass es dann zum Beispiel eher für fortgeschritten ist, um die zum Beispiel zu erweitern. Gut, da sind wir jetzt durchgerauscht. Jetzt gehen wir ins Hands-on. So, also, wo bin ich hingegangen? Also wie gesagt, auf apex.oracle.com. Hier kann ich mir einen Workspace anlegen lassen, nämlich hier auf Workspace anfordern. Das, was ich am Anfang erstmal zeigen möchte, ist aus irgendeinem Grund, den letzten Releases kam es immer mehr dazu, dass zum Beispiel bei mir die Standardsprache Deutsch eingestellt ist. Wahrscheinlich, weil ich halt eben deutsche Browser-Einstellungen habe. Aber ich würde immer empfehlen, Apex in Englisch zu entwickeln. Und das finde ich persönlich nicht sehr prominent platziert ist, um die Sprache umzustellen, klicke ich hier auf Englisch. Das kann ich oder habe ich zumindest noch nicht als Option in Apex selbst gefunden, wenn ich mich eingeloggt habe. Deswegen klicke ich hier erst einmal auf Englisch und sehe dann schon, dass sich dann hier die Sprache ändert. Dann logge ich mich mal in den Workspace ein. So, und dann sehen wir hier schon eine grundsätzliche Anzeige mit den verschiedenen Bereichen. Es gibt vier, ja, Bereiche in Apex. Wir beschäftigen uns heute nur mit den zweien hier vorne. Wir verwenden auch eine Beispielapplikation, die gibt es zum Beispiel in der App Gallery, aber die habe ich schon installiert. Das heißt, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Was wir zuerst machen ist, wenn ich mit einer Apex-Anwendung starte, dann brauche ich ein Datenbankmodell. Okay, also ich brauche es nicht grundsätzlich. Man kann auch theoretisch Anwendungen bauen, ohne ein Datenbankmodell zu haben, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich irgendwelche Prototypen erstelle oder ähnliches. Ohne Datenbankmodell kann ich halt die Standardfunktionen nicht so gut verwenden und deshalb würde ich immer empfehlen, irgendwie was vorher zu erstellen, damit man etwas hat, worauf man aufbauen kann. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf apex.oracle.com kann ich nicht also per SQL Developer darauf zugreifen. Das heißt, ich müsste hier in diesen SQL Workshop gehen. Ich kann hier Commands ausführen. Ich kann aber auch zum Beispiel Skripts hochladen. Wir werden uns jetzt aber in den Quick SQL Bereich begeben. Der ist unter Utilities und dann hier auf Quick SQL. Und Quick SQL ist im Endeffekt ja sowas wie eine eigene Auszeichnungssprache, nur halt in kürzer und daraus wird dann ein SQL-Skript generiert. Und ich möchte gar nicht allzu viel erklären. Ich habe mir schon was vorbereitet. Wie man sieht, habe ich hier oben ein paar Settings gesetzt. Das kann man theoretisch auch hier rechts machen. Man muss das nicht in das Skript einbinden. Wir haben eine Kategorietabelle mit einem Namen. Wir fügen hier schon fünf Datensätze ein. Wir haben eine Messages-Tabelle, wobei wir die jetzt in den Beispielen erstmal nicht benutzen werden. Und wir haben eine Offer-Tabelle, also die irgendetwas anbietet von irgendeinem Benutzer. Und hier fügen wir 100 Datensätze ein. Ich generiere das einmal. Und dann sieht man hier rechts schon anhand der Einstellungen zum Beispiel, hat er jetzt genau dieses Datenbankmodell hier generiert, beziehungsweise die Tabellen, hat auch schon die Foreign Keys hinzugefügt. Das liegt daran, dass ich das hier entsprechend eingerückt habe, dass die Messages oder die Message- und Offer-Tabelle dann auch eine Foreign Key auf die Kategorietabelle hat. Die Sequence wird bereits angestellt. Wird bereits erstellt und der Trigger wird erstellt für die jeweilige Tabelle. Und auch dieses Verhalten kann man übrigens unter den Settings einstellen und es werden mir hier Einträge generiert. Das heißt, ich speichere das jetzt erstmal. Press Create und sage dann Review and Run.
Und legt er mir auch direkt ein Skript unter diesen SQL-Skript-Bereich ab. Sagt dann, okay, 118 Statements sind erfolgreich gelaufen. Wir haben gesehen, in der Reihenfolge wurden erst die Sequences angelegt und dann wurden die Einträge angelegt und dann aber auch mit festen IDs. Deswegen zähle ich jetzt einmal ganz kurz die Sequences hoch, damit wir keine Fehler gleich kriegen. Dafür habe ich mir einfach so zwei Skripts vorbereitet. Nichts Spektakuläres. So, okay. Also, dann nochmal zurück zum Moment, zum Quick SQL. Hier gibt es auch ganz viele Beispiele. Also, wenn man irgendwie mal was sehen möchte, wie man das generieren kann, dann kann man sich hier die Beispiele anschauen. Und hier in den Settings kann man zum Beispiel auch noch einstellen, dass er eine API erstellen soll und so. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend, nebenher zu wissen. Also falls man dann mit Table APIs arbeiten möchte, kann man das hier dann auch tun. So. Okay, das ist jetzt, also ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Wie gesagt, Quick SQL ist wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Wir wollen ja aber primär Apex machen, deswegen sind wir da jetzt erstmal relativ schnell durch. So, ich bin jetzt hier in den App-Builder gegangen. Wenn ich nochmal auf diese Apex-Startseite gehe, dann ist das der Punkt ganz links. Möchte meine erste eigene Anwendung sozusagen erstellen, drücke deswegen hier erstmal auf Create und kann mir dann hier verschiedene Sachen auswählen. Also ich kann auf der einen Seite aus einer Excel-Datei mir etwas generieren lassen, wo dann die Daten auch schon dann direkt reingefüllt werden und Tabellen erstellt werden. Ich kann mir Productivity-Apps sind einerseits Applikationen, die man so auch verwenden kann, wie zum Beispiel eine To-Do-Liste oder so ein Projektmanagement-Tool. Es gibt aber auch hier diese Sample-Applications drin, die ich auch auf jeden Fall jedem Anwender empfehlen würde, Anwender, Anfänger empfehlen würde, da einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was es so gibt. Tatsächlich gibt es ja auch mit jedem Release neue Informationen und neue Funktionen und die werden dort auch eingebaut. Das heißt, auch bei neuen Releases lohnt sich auf jeden Fall auch für erfahrene Entwickler ein Blick da rein. Wir möchten aber eine ganz eigene Applikation erstellen, from scratch. Und klicken deshalb auf die normale Anwendung, geben dem jetzt einen Namen, also meine erste Anwendung zum Beispiel. Dann habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel schon vorweg ein Design auszuwählen, beziehungsweise eine Designvariante. Kann dann hier auch schon die Navigationsart auswählen, ist das neue Mega-Menü zum Beispiel. Wir wählen aber erstmal die klassische, neue klassische, die jetzt links ist, die Navigation. Und wir nehmen zum Beispiel Vita Red als Farbschema. Also das ist das Universal Theme. Das gibt es dann eben in verschiedenen Farbschemas. Und wir wählen jetzt dieses eine hier aus. Dann haben wir hier schon, wir sehen hier schon eine Seite, das ist die Startseite. Das ist eine leere Seite. Wir könnten hier jetzt theoretisch noch weitere Seiten anlegen, um schon in einem sehr reduzierten Wizard zum Beispiel die grundlegende Seitenstruktur zu erstellen. Dafür empfiehlt es sich, vorher schon ganz genau zu wissen, welche Seiten man erstellen möchte, welche Seitenranges man erstellen möchte und wie die Anwendung grundsätzlich ausschauen sollte. Das wollen wir hier jetzt aber nicht machen, wir wollen alles from scratch entwickeln. Dann haben wir hier noch Features, die man aktivieren kann. Zum Beispiel hat man hier eine Feedback-Funktion. Also wenn ich dann oben rechts habe ich dann einen Link, wo dann Feedback draufsteht und dann kann ich dort mein Feedback abgeben zur Anwendung und das fließt dann wiederum zurück in die Apex-Anwendung und dann kann ich das Feedback auch dort lesen. Und wir haben hier auch eine rudimentäre Struktur, um Benutzerberechtigung zu regeln. Also wir haben ja standardmäßig funktioniert Apex mit den Apex-eigenen Accounts, das heißt mit dem ich mich gerade hier eingeloggt habe. So einen würde dann der Anwender auch kriegen. Und diese Access-Control-Geschichte ermöglicht es mir dann, diesem Anwender auch dedizierte Rollen zuzuordnen in der Anwendung, damit ich dann darüber wiederum die Rechte von dem steuern kann.
Mehr wollen wir erstmal nicht aktivieren. Das hier ist die Applikations-ID, die ist eindeutig über die Instanz hinweg. Dann haben wir hier unser Standardschema. Wir haben halt nur eins, deswegen ApexCon 20. Das ist auch der Standard, die Standard-Authentifizierung, das heißt, dass ich mich mit meinem Apex-Account einloggen möchte. Dann kann ich hier eine Standardsprache auswählen. Ich lasse hier jetzt erstmal Englisch, aber würde dann gegebenenfalls auch Deutsch oder eine andere Sprache auswählen, wenn ich dann die richtige Anwendung entwickeln würde. Dann haben wir noch erweiterte Settings und hier können wir zum Beispiel auch so ein kleines Gimmick einbinden, dass wir zum Beispiel Build with Apex unten in der Fußleiste sehen. Wir können aber auch hier das Datenformat, das Datumsformat einstellen, zum Beispiel auf Deutsch. Also das würde man dann natürlich für die anderen auch ja, einstellen. Deep Linking finde ich immer ganz interessant, weil oftmals Anforderungen kommen, dass ich auf eine bestimmte Seite mich verlinken möchte. Deep Linking heißt eigentlich nur, dass wenn ich zum Beispiel muss ich mich einloggen in eine Anwendung, um auf eine bestimmte Seite zu kommen, dann kann ich direkt den Link weiterschicken auf diese Seite und wenn der Anwender sich einloggt, dann kommt er auch auf diese Seite und wenn Deep Linking deaktiviert ist, dann kommt er auf die Startseite. Das würde halt die applikationsweite Einstellung sein. Die ist halt aus Sicherheitsgründen deaktiviert, standardmäßig. Und die User Interface Defaults, auch hier findet man einfach Formate und Einstellungen, wie zum Beispiel die Formatmaske für Nummern. So, jetzt haben wir alles eingestellt. Jetzt erstellen wir uns die Anwendung. Das dauert manchmal ein bisschen. Und dann sehen wir hier schon, hier wurden einige Seiten erstellt. Ich persönlich mag diese Ansicht nicht so gerne, weil ich sie sehr unübersichtlich finde. Ich bin eher ein Listentyp, deswegen stelle ich hier oben meistens direkt auf eine Liste ein. Das hier ist ein Interactive Report, also wenn man sich mit dem Tool auskennt, dann kann man dann hier entsprechend auch nach Sachen filtern und das für sich persönlich einstellen und dann eben auch abspeichern. So, wir gehen erst einmal in die Administrationsseite und schauen uns an, wie das hier aussieht. Das hier ist der Page Designer. Auf der linken Seite haben wir eigentlich immer unsere Strukturen, das heißt unsere Objekte. Also wir haben hier Regionen, Buttons, Eingabefelder, irgendwelche Aktionen, die ausgeführt werden können. Und das sammelt sich hier alles auf der linken Seite. Das wiederum ist in vier Teile unterteilt. Der erste Teil ist der, mit dem man eigentlich am meisten arbeitet. Das ist, wie gesagt, diese grundsätzliche Seitenstruktur, wo man dann auch sieht, dass sie dann entsprechend hierarchisch aufgebaut ist, je nachdem, wie das dann gekapselt ist auf der Seite. Dann habe ich hier Dynamic Actions. Dynamic Actions sind sozusagen so vorgefertigte Bausteine für JavaScript und kleinseitige Aktionen. Hier haben wir auch schon eine drauf. Da müssen wir jetzt aber noch nicht reingucken. Auf der Liste standen die auch relativ weit hin. Prozesse sind serverseitige Prozesse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf einen Speichern-Button drücke und dort ein Speichern-Prozess ausgeführt werden soll auf der Datenbank, dann würde ich diesen hier finden. Und das ist eine Liste der Shared Components, also Shared Components, so wiederverwendbare Objekte in Apex. Und hier würde ich eine Liste von all denen finden, die dann hier verwendet werden auf der Seite. Meistens verwendet man aber grundsätzlich nur diese drei hier vorne und sowieso am meisten diese Seitenstruktur, wenn man entwickelt. Auf der rechten Seite habe ich immer die Detailansicht für das Objekt, was hier links gerade aktiviert ist. Also man sieht schon, wenn ich hier so durchklicke, dann verändert sich das rechts. Und die Einstellungen richten sich je nachdem, was ich da entweder anklicke, das zeige ich gleich noch, wie sich das dann unterscheidet und ja, was ich dann so zur Verfügung stehen habe. Meistens gibt es wiederkehrende Objekte, das ist zum Beispiel der Security-Teil so ein bisschen und auch der Hilfetext und die Kommentarsektion, die gibt es eigentlich immer.
Was hier noch eingestellt ist, ist zum Beispiel ein Authorization Scheme. Das heißt, dass sich auf dieser Seite zum Beispiel nur Administratoren einloggen dürfen. Wenn das nicht befüllt ist, dann kann sich da halt jeder, kann da jeder drauf. Und wenn ich zum Beispiel versuche, direkt über diese Seitenzahl, die hier oben steht, mich auf diese Seite zu bewegen, dann kriege ich auch eine Fehlermeldung, dass ich halt nicht die notwendigen Rechte dafür habe. Dann bin ich noch was schuldig, was die andere Erklärung angeht. Und zwar haben wir hier einen Report. Wir haben nämlich eine SQL-Abfrage beziehungsweise eine Source in einem Report, also auf irgendetwas muss der ja basieren. Und das findet man eigentlich immer in genau diesen Einstellungen, in den Haupteinstellungen. Und man findet in den, also wenn ich hier direkt auf das Objekt klicke, eigentlich auch immer die Design-Einstellungen. Also alles, was der gestalterische Aspekt angeht von einer Komponente, ist immer in dem Hauptpunkt sozusagen drin. Wenn ich noch Komponenten habe mit Extrafunktionen, wie zum Beispiel ein Report, dann habe ich auch immer noch Attribute darunter stehen. Und in den Attributen finde ich dann etwas, was Report-spezifisch eingestellt werden soll, nämlich meistens zum Beispiel Daten oder wie das innerhalb des Reports dargestellt werden soll. Also das ist eigentlich eine Regel, der man immer folgen kann. Wenn ich irgendwelche Design-Aspekte suche, dann gehe ich auf den ersten Punkt hierhin und wenn ich etwas suche nur für den Report, dann gehe ich auf den zweiten Punkt hierhin. In der Mitte finde ich eine Drag-and-Drop-Ansicht von all meinen Objekten. Man sieht hier unten auch schon den Bereich. Hier kann ich auch per Drag-and-Drop neue Regionen reinziehen und die dann auch entsprechend anordnen und die dann so daneben stellen und muss da nicht groß mit irgendwelchen Einstellungen rumhantieren, sondern kann das direkt reinziehen. Ich habe hier auch eine Page Search. Wenn ich eine sehr, sehr große Seite habe mit sehr, sehr vielen Objekten und meinetwegen auch sehr viel JavaScript und PLSQL, also alles, was man so verbrechen kann sozusagen, dann kann ich hier auf der Page Search auch nach altem Namen suchen. Ich kann hier nach Prozedurnamen suchen, wenn es PLSQL ist. Ich kann nach JavaScript suchen, findet das alles auf der Seite und dann kann ich mir das entsprechend anzeigen lassen. Also für so große Seiten ist das total super geeignet. Und ich habe ja auch eine Helfesektion. Wenn ich zum Beispiel hier rechts irgendwo reinklicke, dann sieht man schon, dann verändert sich dieser Hilfetext und hat so ein paar mehr Beschreibungen drin. Das ist auch sehr praktisch. So, das waren die grundlegenden Elemente des Page Designers. Wir erstellen jetzt unser erstes Formular. Und dafür gehen wir wieder, also ich gehe immer über die Hauptanwendung. Man kann das auch direkt über die Seite machen, eine neue Seite erstellen. Und diesen Wizard, den haben wir eben schon in der Präsentation gesehen. Das ist der Create Page Wizard, wo ich jetzt verschiedenste Varianten habe an Dingen, die ich auswählen kann. Wir möchten ein Formular erstellen, also klicken wir auf Form. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Sachen zur Auswahl. Standardmäßig ist schon aktiviert Report with Form. Das heißt, ich kriege eine Anzeige aller meiner Objekte und dazu noch ein Formular. Das sind dann zwei verschiedene Seiten, die erstellt werden. Ich kann hier oben auch auswählen, was ich denn haben möchte, gerne als Report-Type. Auch hier standardmäßig ist der Interactive Report, der absolut ausreicht für eine solche Anforderung. Dann gebe ich hier eine Seitennummer an. Apex definiert ja vorgefertigt schon Seitennummern, die möglich wären und sind. Also die sind auch frei in der Anwendung. Ich würde immer empfehlen, so Seitenranges zu definieren, auch möglichst groß, also vierstellig oder fünfstellig, so wie es jetzt hier mit diesen administrativen beziehungsweise Feature-Seiten gemacht wurde, weil man dann einfach eine bessere Strukturierung auch innerhalb dieser Seitenzahlen und innerhalb der Anwendung hat, genau hat. Das ist für die Verwaltung einfacher und auch in der Entwicklung einfacher. Wir geben dem Report jetzt einmal die Seitennummer 5000, dann sieht man schon, habe ich schon ein bisschen rumprobiert. Und gebe dem dann zum Beispiel 5010. Und das heißt, ich kann dann zum Beispiel dazwischen, also zwischen 5000 und 5010 auch noch Seiten hinzufügen, wenn ich diese denn brauche.
Der Form-Page-Mode, ich finde das immer ganz schön, wenn das ein modaler Dialog ist. Das heißt, wenn sich das sozusagen in der Seite öffnet, als einzelnes Fenster und nicht als komplett neue Seite öffnet innerhalb der Anwendung. Und wir erstellen hier eine Breadcrumb. Eine Brotkrumenleiste ist, haben wir ein Beispiel. Sowas hier in der Art, also wir sehen ja hier oben die Applikations-ID und den Text Application. Und wenn wir eine Brotkrumenleiste haben, dann verfolgt er sozusagen unsere Schritte. Das heißt, wenn wir jetzt immer tiefer gehen würden, dann würde er hier immer mehr Schritte anzeigen. Also sowas wie, wenn ich jetzt auf Login-Page gehe, dann würde er dann Application 144.165 anzeigen. Und dann als nächsten Punkt Page 9999. Diese Breadcrumb-Leiste ist dann interessant, wenn wir wenn wir uns angucken, wie die Seite eine Überschrift zum Beispiel bekommen kann, weil ich die Titelbar ganz schön finde. Machen wir das jetzt einfach mal und ich zeige euch den Unterschied. Dann können wir hier definieren, ob wir einen neuen Eintrag in das Navigationsmenü hinzufügen wollen. Das ist diese Leiste links. Und da sage ich jetzt einfach mal ja. Und jetzt können wir hier die Tabelle auswählen. Und das ist jetzt der Teil, wo es dann in dieses No-Code oder Low-Code geht. Das heißt, ich kann das entweder per SQL-Statement machen, ich kann einen REST-Service anbinden, ich kann über einen ORDS REST Service gehen oder irgendeine Websource anbinden. Und muss da nicht groß irgendwas drumherum entwickeln. Und wir nutzen den einfachsten Weg, den es geht. Wir wählen nämlich einfach nur eine Tabelle aus. Die Spalten, die angezeigt werden sollen, wählen dann noch aus, was die Primärschlüsselspalte ist und drücken dann auf Create. Und dann sieht man hier schon, dann hat er diesen Brotkrumen jetzt aufgefüllt mit dem Page Designer. Jetzt gucken wir uns einmal die Anwendung an, was wir jetzt generiert haben. Und sehen hier jetzt unseren Report und sehen hier jetzt die Navigation und das Manage Categories drin. Diese Leiste hier oben, das ist durch diese Brotkrumengeschichte entstanden, die ist dann automatisch erstellt worden und zeigt dann entsprechend den Titel halt so groß an. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte mit der Brotkrumengeschichte, dann hätte hier nichts angezeigt. Und dann hätte ich es halt manuell hinzufügen müssen. Ein Nachteil ist allerdings, dass wenn ich jetzt hier in meinen modalen Dialog gehe, das heißt, wenn ich jetzt diese Einstellung öffne, dann sieht man schon, dann zeigt er mir das hier oben an. Das wollen wir eigentlich nicht. Das ist hässlich. Das heißt, wir gehen hier über die Developer-Toolbar, gehen wir jetzt direkt in diese modale Dialogseite und löschen diese Funktion einfach. Also ich drücke es entfernen. So, gehen dann zurück in die Anwendung. Ich muss den modalen Dialog auch einfach nur schließen, kann ihn direkt wieder neu öffnen und dann sehe ich schon, jetzt ist das Ganze verschwunden. Was wir jetzt noch im Report sehen, ist diese ID-Spalte. Das ist natürlich nicht so toll. Also, wenn ich jetzt meinen Anwendern eine Anwendung zeigen möchte, dann möchte ich eigentlich nicht, dass sie meine ID sehen, sondern halt nur den Inhalt, den relevanten Inhalt, nämlich den Namen. Das heißt, wir kommentieren die sozusagen aus. Dort drücken wir wieder hier unten auf der Developer Toolbar auf Edit Page 5000. Das ist ganz angenehm. Man kann halt dadurch sehr, sehr, sehr schnell in den Anwendungen und auf den Seiten umherspringen. Wählen hier den Report aus und haben dann jetzt hier den Punkt Columns. Und dann können wir hier unsere ID-Spalte sehen und geben dann hier an, dass wir das nicht nur Plain Text ist, sondern dass das Hidden ist. Dann können wir hier direkt auch wieder die Seite aufrufen und sehen, dass diese Hidden-Spalte jetzt verschwunden ist. Ja, und das war es auch schon mit der Formularanlage. Also geht super easy.
wenn man ein Formular anlegt, meistens muss man da noch was dran ändern. Also zum Beispiel der Name ist halt 255 char groß, meine ich, die Spalte dahinter, und deswegen definiert er das halt als Textfeld, also als großes Textfeld, wo ich halt auch mehrzeilig Eingaben tätigen kann, das ich ja eigentlich nicht möchte. Das heißt, ich würde den Wert hier zum Beispiel einmal umsetzen von einem Text Area hier rechts auf ein Textfield zum Beispiel. Das ist meistens so, dass es dann vielleicht nicht so genau so ist, wie man das gerne hätte. Deswegen muss man wahrscheinlich immer Anpassungen danach tätigen. Aber so grundsätzlich die Struktur mit den Eingabefeldern, mit den Reports etc., die ist halt schon vorhanden. Und ich muss nichts weiter implementieren. Ich kann den Datensatz jetzt auch löschen. Ich kann noch einen neuen hinzufügen. Und das war jetzt vielleicht 2, 3 Minuten. Habe ich das schon erstellt. So, wir gucken uns jetzt, also wir gehen jetzt weiter Richtung Faceted Search. Und die finden wir unter Report. Und dann hier Faceted Search. Hier möchte ich auch gerne wieder eine andere Seitenzahl haben. Gibt dann zum Beispiel Search an. Jetzt lasse ich die Brotkrumenleiste mal raus und dann gucken wir mal, was er dann standardmäßig implementiert. Sagt wieder, ja, ich möchte gerne einen neuen Eintrag haben. Gebe dann hier wieder meine Tabelle an. Das ist diesmal meine Offer-Tabelle. Ja, ich wollte gerade sagen. Es hat etwas gedauert und jetzt habe ich da schon Daten eingetragen in diese Tabelle. Und er gibt auch hier den Hinweis, damit das Ganze so ein bisschen kalkuliert werden kann, müssen da, also würde er halt auf Statistiken zurückgreifen. Und man sieht hier vorne ist so eine kleine Spalte. Die ist aktuell leer. Und damit ich dort zumindest einen Wert vordefinieren kann, drücke ich hier einmal auf Refresh. Und dann sehe ich hier gleich eine Checkbox. Und wenn ich diese Checkbox auswähle, dann sieht man schon, dann würde er eine Facette sozusagen erstellen für die Checkbox. Das heißt, er erstellt schon mal ein UI-Element dafür. Die anderen kann er nicht erkennen bzw. nicht zuordnen, deswegen erstellt er noch kein Element. Das machen wir aber gleich selber. So, jetzt haben wir das erstellt. Und jetzt zeige ich einmal, wie das jetzt aussieht aktuell. Also wir sehen erstmal, hier oben haben wir keine Titelleiste mehr, die er automatisch mitgeneriert hat. Wir haben einen separierten Bereich. Wir haben einmal hier unsere Abfrageergebnisse beziehungsweise unsere Offer. Und links haben wir einen Suchbereich, einmal eine Suche über alle Datensätze hinweg. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach RTS eingebe, dann sehe ich jetzt hier alle Suchergebnisse für RTS. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann sehe ich jetzt wieder alles. Und wenn ich jetzt teilweise die Sachen anklicke, dann filtert er mir das dann auch schon vor. Das hier ist ein Classic Report. Das ist eigentlich sowas, also mehr sowas wie eine einfache Tabelle. Die hat keine besonderen Funktionen, außer dass ich vielleicht ein bisschen sortieren kann. Wie hier jetzt. Und das war es dann aber schon. Also Interactive Report und Interactive Grid haben beide jeweils weit, weit mehr Funktionen, wo man dann auch noch explizit drin suchen kann, etc. Wir haben jetzt eine Kategorie hier. Ich möchte aber gerne auch nach dem Benutzernamen suchen können. Das heißt, wir fügen jetzt unsere eigene Facette hinzu. Das Ganze können wir hier machen. Also hier sehen wir diesen Suchbereich und hier sehen wir auch schon so Eingabefelder und Items für diese Eingabefelder. Und können jetzt hier mit Rechtsklick auf Create Facet und dann zum Beispiel hier Username eingeben. Und ich möchte gerne, dass das eine Select-Liste ist. Und man sieht dann auch schon, er verbindet das automatisch. Also in der Source steht dann automatisch das drin, wonach er suchen soll, also in welchem Datenbankfeld er suchen soll. Und schreibt er direkt rein Username. Und jetzt können wir hier auswählen, wie wir diese Liste befüllen wollen, diese Select-Liste.
Meistens sollte man eigentlich eher auf Shared Components zugreifen, also auf diese übergreifenden Komponenten. Wir wählen jetzt Einfachheit halber einfach nur eine SQL-Abfrage. Da habe ich auch schon eine vorbereitet. Und sagen, ja, passt so. Und dann sehen wir hier schon. Okay, er hat jetzt hier die entsprechend hinzugefügt. So kann ich dann auch meine eigenen Facetten mit meiner eigenen Logik hinzufügen, auch wenn das durch den Wizard nicht funktioniert hat. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf die Charts. Das ist wirklich super wenig Zeit, diese 45 Minuten. Es gibt eine Sample Charts App in diesen Packaged Applications, was ich schon erzählt hatte mit diesen Beispielapplikationen. Grundsätzlich kann ich hier erstmal schauen, was gibt es überhaupt für Charts und was gibt es für Möglichkeiten. Da logge ich mich auch einmal ein. Ich habe die jetzt schon vorhin installiert bei mir. Und man sieht hier, Deep Linking ist aktiviert. Ich habe direkt, ich wollte direkt auf meine Pie-Charts schon mal, weil das gleich unser Beispiel sein wird, was wir hier alles so machen können. Wir können aber zum Beispiel auch auf die Startseite und sehen dann die verschiedenen Chart-Varianten. Hier gibt es auch immer so eine Sektion noch mit New in 2021. Also das ist jetzt schon die neueste Version, auf der wir uns hier bewegen. Und da können wir dann auch schauen, was sich denn verändert hat im Gegensatz zu früher. Und wie gesagt, auch was für Chart-Varianten es gibt. Es gibt zum Beispiel auch hier diese Boxplot-Charts, die ich persönlich noch nie verwendet habe, aber immer super spannend finde und auf den Tag warte, bis ich die mal irgendwann einsetzen kann. Und kann dann aber auch hier eben die Beispiele sehen und kann dann vor allen Dingen auch in Apex schauen, wie das Ganze dann umgesetzt wurde. Also es ist schon super praktisch, sowas zu haben und vor allen Dingen dann auch da mal reinzuschauen, wenn man sich denn wirklich mit Charts beschäftigen möchte. Für eine kleine Chartseite erstellen wir uns jetzt ein Dashboard. Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber dann sehen wir zumindest schon mal ein paar andere Chart-Varianten noch. Die werden dann auch mit Beispieldaten befüllt. Wieder eine neue Seite in der Navigation. Und wir haben hier schon verschiedene Designs. Also im Endeffekt ist dieses Dashboard schlägt mir schon einfach ein paar Charts vor, sodass ich die nicht selber erstellen und anordnen muss, sondern die ordnet mir Apex dann an, in dem Design, in dem ich die haben möchte. Dann wähle ich zum Beispiel hier dieses Design mit den vier Charts aus. Und kriege dann eben auch eine Seite mit vier Charts, Regions. Und man sieht dann eben hier, wie gesagt, mit Beispieldaten befüllt und einfach nur eine Ansammlung an Charts. Aber halt sehr praktisch, wenn man tatsächlich ein Dashboard erstellen möchte, dann muss man das nicht alles selber reinziehen und verwalten. Das, was wir bearbeiten möchten, ist dieses Pie-Chart. Und dafür wähle ich Chart 2 aus, also es ist halt an der gleichen Position. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es genau das Chart ist. Ansonsten kann man aber auch hier in den Attributen schauen, welchen Typen denn dieses Chart hat und diesen gegebenenfalls auch umstellen. Bei den Charts ist es so, dass diese Leisten und Daten, die kommen durch Series oder halt durch verschiedene Datensätze sozusagen zustande. Und diese Series kann man bearbeiten oder zum Beispiel auch neue anlegen. Je nachdem, welchen Typen ich habe als Chart, macht das auch mehr oder weniger Sinn. Zum Beispiel bei einem Pie-Chart macht es keinen Sinn, mehrere Series anzulegen, weil ich sowieso nur eine anzeigen kann. Ich bearbeite jetzt hier einmal diese SQL-Abfrage, damit ich meine eigenen Daten dort einfügen kann. Und habe auch hier zum Beispiel schon eine Abfrage vorbereitet. Wenn ich SQLs schreibe, dann kann ich hier auch immer auf Validate drücken, also auf dieses kleine Häkchen, um zu schauen, ob das dann auch kompiliert werden kann. Und da muss ich nicht groß hin und her switchen, sondern sehe das gleich in dem Fenster selbst. Drücke dann, also ich wähle erstmal hier den Wert nochmal aus, so, welche Bedeutung die Spalte haben soll. Und gucke dann auf die Seite und sehe dann, dass mein Chart hier ist.
Und wenn ich drüber fahre, dann sehe ich eben auch den Wert sozusagen dahinter, also die Anzahl der Einträge. Ja, das war es auch schon mit den Charts. Also viel tiefer würde ich da jetzt auch nicht reingehen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, so wie so vieles andere auch, aber das auf jeden Fall noch mehr. Wenn man zum Beispiel sehen möchte, ist es oft eine Frage, wie man zwei verschiedene Varianten übereinander bringen kann, dann kann man zum Beispiel auch hier wieder in diese Sample Application gehen, wo man dann auch sehen kann, ne, wie der Verlauf ist in einem anderen, also mit einer Linie über ein Balkendiagramm zum Beispiel. Also da auf jeden Fall einmal reinschauen. Was wir uns jetzt noch in den letzten 5 Minuten einfach kurz angucken wollen, ist einmal das Adaptive Grid. Das ist halt auch so eine Art Key Feature. Gerade für Leute, die von Forms kommen, sind es gewohnt, halt diese tabellarische Bearbeitung von Datensätzen zu haben. Von Excel auch. Es ist nur mehr gefühlt Richtung diese Forms Grids als Richtung Apex. Nein, also wir haben hier zwei Varianten, das zu erstellen. Eine Variante ist per Report und eine Variante ist per Form. Wenn ich den Report auswähle, dann ist die Bearbeitung in dem Interactive Grid standardmäßig deaktiviert. Ich kann das wieder aktivieren, dann muss ich nur ein paar Sachen noch einstellen. Wenn ich das über Form mache, dann ist es aktiviert und ich muss keine Sachen mehr einstellen. Deswegen gehe ich jetzt hier über Form und sage, dass ich ein editierbares Interactive Grid erstellen möchte. Auch hier definiere ich wieder eine Seite. Nehmen wir einfach mal 6000 und sagen Interactive Grid. Und das Ganze möchte ich standardmäßig weiter so haben. Möchte das auch wieder als Navigationspunkt hinzufügen. Und wähle hier jetzt meine Tabelle Offer aus. So, erstelle die Seite. Und dann gucken wir mal kurz, was wir hier erstellt haben. Also wie man sieht jetzt, ich habe jetzt hier eine Auflistung von meinen Daten. Ich habe noch die Kategorie zum Beispiel als Zahl drin und noch nicht als Select-Liste. Das ändern wir gleich. Ich kann aber zum Beispiel hier reinklicken und Daten ändern. Und wenn ich das dann abspeichere, dann ist es jetzt in der Datenbank. Also relativ easy. Ich kann auch mit dem, also ich drücke jetzt Tab und Shift-Tab. Ich kann mich hier auch weitestgehend mit der Maus durch, mit der Tastatur meine ich, durch mein navigieren. Okay, so, wir möchten jetzt erstmal die Kategorie-ID ändern. Das ist jetzt ein numerisches Feld. Wir wollen aber eine Select-Liste. Und das ID raus haben. Also das sind diese kleinen Anpassungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass man ja eigentlich immer noch mal machen muss. Ich wähle jetzt hier eine Shared Component aus, weil tatsächlich die Kategorie Shared Component wurde mir schon automatisch erstellt über diese Faceted Search-Geschichte. Kann das einmal abspeichern und sehe jetzt hier da, also erstmal das ID ist weg und ich habe jetzt hier Text drin. Und wenn ich reinklicke, Doppelklick, dann kann ich hier auch etwas anderes auswählen und abspeichern. Jetzt möchte ich die ID noch ausblenden. Auch das geht relativ einfach, genau wie bei den anderen Spalten, nämlich dass ich das dann hier einfach als hin definiere und dann sehe ich sie nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. Eine Sache möchte ich gerne noch ganz kurz zeigen, weil das halt auch für Forms, Kollegen zum Beispiel, wird das oft verwendet. Das sind so heruntergebrochene Grids. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier drüber noch ein anderes Grid habe, und dann auf eine Zeile draufklicke, dass sich dieses Grid dann dahingehend filtert, also so Master Detail Geschichten. Und dafür muss ich eigentlich nur ein zweites Grid erstellen. Das geht auch relativ einfach. Apex. Also ich habe es da jetzt reingezogen, wähle jetzt meine Tabelle aus, nämlich die Kategorie, also die übergeordnete Tabelle. Ich zeige das nochmal kurz an vom Zwischenstand her. Sehe jetzt auch hier, das beheben wir jetzt mal nicht, sondern können dann hier dann entsprechend reinklicken.
Und was wir jetzt hier einstellen müssen, in dem untergeordneten Grid sozusagen, ist einmal hier in dem Master Detail Bereich einmal die Region auswählen, also das New. Und ich muss in der jeweiligen Spalte, die das sozusagen den Foreign Key drauf hat, muss ich auch nochmal den Master auswählen, nämlich die ID. Mensch. Achso, einmal kurz nochmal die Fehlermeldung, das vergesse ich andauernd. Ich muss halt den Primärschlüssel definieren, damit er halt weiß, wonach er dann filtern soll. Und das kann ich hier machen unter der Spalte, da sage ich dann Primary Key, ja. So, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich schon, meine Ergebnismenge unten verändert sich und ich sehe die Kategoriespalte nicht mehr. Ja, das waren die 45 Minuten. Ich hätte noch theoretisch zwei Themen. Eins erzähle ich noch mal ganz kurz, tut mir leid, Davide. Da musst du noch 1, 2 Minuten warten. Nämlich die Developer Toolbar. Was ganz spannend ist, ist einmal hier der Teil, die Session. Das heißt, wenn ich so Eingabefelder habe, also wenn ich zum Beispiel auf meine Suche gehe und dann klicke ich was an und dann gehe ich auf Session, dann sehe ich hier diese Eingabefelder und das, was angeklickt wurde. Das ist super praktisch für die Fehlersuche oder halt um zu schauen, wie sich die Anwendung verhält. Und ich habe hier auch noch den Theme Roller, wo ich theoretisch halt noch Designsachen umstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel Corporate Identity habe, dass ich das dann halt entsprechend umstellen kann. Okay. Ja, dann habe ich in der Präsentation, die lade ich gleich im Anschluss hoch, habe ich noch ein paar weiterführende Links, also womit man sich grundsätzlich beschäftigen sollte. Mit den Shared Components habe ich jetzt gar nicht reingeguckt, weil das nochmal ein ganz, ganz großer Bereich ist, wo ich halt so Standardkomponenten definieren kann. Und wie bleibe ich am Ball? Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ausprobieren. Apex.oracle.com ist kostenfrei. Man kann dort alles aufsetzen, was man möchte. Das Einzige, was man halt nicht hat, ist der SQL-Developer. Und keine Scheu haben, mal die Wizards durchzuklicken, noch die verschiedenen anderen Optionen auszuprobieren, wie zum Beispiel hier diese vorgefertigten Wizards schon. Da kann ich mir Step-Wizards generieren, da kann ich mir so Durchblätter-Wizards generieren und Durchblätter-Seiten. Das ist total praktisch, damit man halt auch ein bisschen Zeit in der Entwicklung noch spart. Deshalb auf jeden Fall einfach mal ausprobieren, die Sample-Apps-Applikationen angucken, einen Workspace hier erstellen. Auf YouTube gibt es auch von Oracle selbst so ein paar Erklärungen von den einzelnen Komponenten, was man damit machen kann, zum Beispiel auch mit dem Grid oder dem Report, dem Interactive Report. Oracle Apex hat auch einen eigenen Kanal, dort werden regelmäßig Videos hochgeladen und es gibt noch eine Community-Seite, die heißt apex.world. Ja, und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr auch etwas mitnehmen konntet. Ja, vielen Dank, Caro, für deinen Vortrag. Wir haben vier Fragen reinbekommen. Die würde ich gerne noch mit dir eben durchgehen. Die erste Frage ist, kann man Apex mit einem anderen Application Server als WebLogic betreiben, zum Beispiel Payara, Glassfish oder Wildfly? Ja, es gibt eine Liste von den supporteten Webservern. Der WebLogic ist nicht mehr Pflicht. Das ist schon seit vielen Releases nicht mehr so. Zum Beispiel Tomcat geht auch. Da kann ich das auch drauf installieren. Ich meine, Glassfish ging auch, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, es gibt eine Liste bei den Installationsanleitungen, wo man das dann sieht, welche supported sind und welche nicht. Okay, super. Dann, welche Hürden gibt es bei der Implementierung einer Apex-Anwendung oder von Apex-Anwendungen? Da fängt es, also da gibt es eine ganze Range. Ich persönlich habe meistens festgestellt, dass gerade am Anfang, wenn man zum Beispiel auch andere Sprachen gewohnt ist, die Freiheit auch von anderen Sprachen, wo man from scratch seine eigenen Anwendungen entwickeln kann, dann fällt es vielleicht manchmal sehr schwer, sich auf Apex ein bisschen einzulassen, weil es
dadurch, dass es halt so ein Baukastensystem ist, hat es halt auch seine Grenzen und vorgedefinierten Objekte. Und wenn man sich nicht innerhalb dieser Objekte bewegt, dann vergrößert sich natürlich die Entwicklungszeit und dann ist man vielleicht frustriert, weil man dann zum Beispiel so wie ich irgendwie eine JavaScript, ja, einen JavaScript-Code schreibt, um dann, was weiß ich, Checkboxen anklicken zu lassen. Und dann stelle ich fest, das geht eigentlich auch mit einem Klick irgendwo in einer der kleinen Optionen, die es dann für dieses Objekt gibt. Ja, also erstmal das und dann, dass die Anforderungen vielleicht noch nicht so ganz klar sind. Also es empfiehlt sich schon vorher zu wissen, auf jeden Fall, was man da ja, machen möchte, weil sonst hat man vielleicht, also wenn man das Datenbankmodell nochmal komplett umbaut zum Beispiel, dann hat man auch größere Umbauarbeiten in der Anwendung selbst. Super, drei Fragen haben wir noch. Die nächste wäre, wie würde man eine Apex-Anwendung testen? Also ich nehme an, wir sprechen von automatisierten Tests. Also da kann man eigentlich jedes Tool benutzen, was man halt auch für Anwendungen benutzen kann, also zum Beispiel auch Selenium etc. Also alles, was halt so über den Browser läuft und dann so getestet werden kann mit diesen Frameworks. Wenn man auf Datenbankebene selbst, also wenn man tatsächlich mit PSQL-Code arbeitet und so, UTP SQL zum Beispiel, da gibt es auch, oder gab es, glaube ich, gestern auch mindestens einen Vortrag zu. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Also, da es eine Webanwendung ist, im Endeffekt empfiehlt es sich dann auch eben die Tools von einer Webanwendung zu benutzen und auf Datenbankebene eben die Datenbanktools. Super, danke. Ich kann auch nochmal erwähnen, um 13 Uhr ist in diesem Channel ein Vortrag über Testen mit UTP LSQL mit Samuel Nietzsche. Ah, Schon mal der das heute, Verweis okay. darauf. Die nächste Frage, Okay. ich denke mal, da geht es um die automatisierten Prozesse. Was macht man, wenn der Primärschlüssel drei oder vier Spalten umfasst? Man kann auch mit einer Row-ID arbeiten. Also man muss nicht mit einem Primärschlüssel arbeiten, das bin ich so gewohnt, deswegen mache ich das gerne. Man kann aber auch mit der Row-ID arbeiten und dann erkennt er das auch so. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die jetzt eingegangen ist. Was ist der Unterschied zwischen dem Interactive Report und dem Interactive Grid? Wann sollte man welche Komponente nehmen? Auch das ist eine sehr spannende Frage. Also das Grid würde ich eher nehmen, wenn ich zum Beispiel Daten bearbeiten möchte für die Anzeige. Also ich persönlich finde das Grid nicht so nutzerfreundlich. Also der Interactive Report ist schon sehr mächtig, was seine Funktion angeht. Und das Interactive Grid ist gefühlt halt noch mächtiger. Und eigentlich reicht es reine Abfrage von Daten und die Sortierung von Daten und so, reicht es locker, ein Interactive Report zu nehmen und das Grid dann eben halt rein für tabellarische Datenbearbeitung. Super, danke. Das war die letzte Frage, sofern es keine mehr gibt, ist keine mehr reingekommen. Gerne auch hier die Informationen. Ihr könnt über das Fragentool nochmal Feedback an die Referentin weiterleiten. Wir werden das Feedback dann anonymisiert an die Referentin weitergeben. Super, danke. Danke auch.